Patientinnen und Patienten, herzlich willkommen zum diesjährigen Weltnierentag am 11. März 2021. Unser diesjähriges Thema ist der Nierenkrebs, der eine häufige Krebserkrankung hier in Deutschland darstellt. Die Behandlung des Nierenkrebses bedeutet, dass sehr viele Disziplinen zusammenarbeiten müssen, die medizinische Onkologie, die Diagnostik, das nennt man auch die Radiologie, und aber auch die Urologie, die die operative Therapie des Nierenkrebses vornimmt. Wir als Nephrologen sind wichtig, weil wir uns insbesondere um die Erhaltung der Nierenfunktion nach diesen Eingriffen und im Rahmen dieser Therapie kümmern, um möglichst zu verhindern, dass eine Nierenfunktionsverschlechterung oder sogar Dialysepflicht im Rahmen der Diagnostik und Therapie eintritt. Wir haben uns entschlossen, Ihnen mit drei Podcasts diese Informationen näher zu bringen. Zum einen die Diagnostik, zum anderen die operative Therapie und zum dritten, und das ist auch sehr wichtig, wenn der Tumor schon sehr groß ist und vielleicht gestreut hat, also Metastasen gebildet hat, welche Behandlungsmöglichkeiten heute hierfür zur Verfügung stehen, Behandlungsmöglichkeiten, die es uns erlauben, den Tumor zumindest einzugrenzen, in Anführungszeichen in Schach zu halten, in einigen Fällen sogar zu heilen. Einzelne Podcasts sind durch Videos oder durch Abbildungen hinterlegt. Diese können Sie mit einem separaten Button aufrufen und sich vertieft mit der Materie beschäftigen. Uns ist es auch wichtig, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie in unserem Klinikum die entsprechenden Stellen finden, damit Sie möglichst zeitnah und von kompetentem Personal betreut werden und zum Beispiel rechtzeitig einen Operationstermin bekommen. Ich hoffe, dass Sie sehr viel Freude haben an dem Podcast, dass Sie mit Interesse diese lesen können, dass Sie auf uns zukommen, wenn Fragen bestehen, und wünsche Ihnen noch für die Zukunft alles Gute. Bleiben Sie gesund und wenn Sie uns brauchen, wenden Sie sich bitte an uns.